Alter, der Sonnenuntergang. Ist das geil oder ist das geil? Kannst ja sagen, was du willst. Es ist eine schöne, runde Sache. Mir gefällt der Shader besonders gut. Ist ähnlich wie der Shokapic V13 Shader. Hallo ihr Kinders, ich setze mich mal hier rein. Und schmeiße mich mal hier in die Koje. Gut's Nächtle. Da ist eine Fackel, die ist jetzt gleich unsere. Hopp. Zack, machen wir das Dynamic Light aus. Das ist leider noch drin, das hat der Zockerpapa seinerzeit da integriert in dieser Umgebung. Das lässt sich noch nicht so ohne weiteres rausnehmen. Ich denke aber, das machen wir dann wieder weg, weil Dynamic Lightning hat hier mehr Probleme verursacht als alles andere. So, jetzt packen wir mal hier. Sollen wir wenigstens ein bisschen was haben. Und das war's dann auch schon. Wir können uns eine Lederkappe aufsetzen. Schau mal hier, ein Batman-Skin mit Lederkappe. Ah, sexy, oder? Guck mal hier, Großansicht. Woo! Ha! Coole Sache. Ja, unten links im Bildschirm hast du im Übrigen jetzt auch noch eine Anzeige über deine Rüstung und deine Werkzeuge und deine Waffen und so weiter. Ha. Also können wir jetzt alles ein bisschen mit mehr Informationen angehen. So, jetzt werden wir uns allerdings tatsächlich mal darunter bewegen. Hier ist doch irgendwo dieses Ding gewesen. Hier ist der Tempel und da wollen wir ja rein. Mittlerweile sind wir in der Folge 502 und keiner hat's gemerkt. Naja, doch, du schon, weil nach 15, 16 Minuten kommt ja erstmal ein Cut. Okay, hier ist Cobblestone. Das ist schon mal gut, dass da welcher ist. So, kommen wir denn hier... Ja, das geht. Wir müssen uns erstmal nur eine Spitzhacke bauen. Dafür haben wir ja hier... Wupp. Zack. Und so. Du kennst das. Diese Lieblingsworte werden sich auch in den nächsten Folgen nicht ändern. Ja, und ich bin gefragt worden, ob ich denn meine, dass ich die 1000 erreiche... Na, davon gehen wir doch mal aus, wa? Wenn wir jetzt schon in der Folge 501 sind. Ich sehe keinen Grund, das abzubrechen, das Ganze. Sofern dir das denn gefällt, was wir hier tun, bleibe ich dabei. Ja, und mir reicht es ja, wie gesagt, wenn wenigstens einer hier zuschaut und ab und an mal einen Kommentar abgibt und dann sagt, ob es gut oder schlecht aussieht. Das reicht mir ja dann schon völlig aus. Ja, das ist ja Grund genug, weiterzumachen. So, jetzt nehmen wir uns mal den... Cobblestone hier auseinander. Ich wundere mich, dass hier Cobblestone ist. Ist hier irgendwo. Hier muss doch eigentlich dann theoretisch ein Spawner drunter sein. Wenn hier Cobblestone ist. Weil normalerweise Cobblestone einfach so eigentlich nicht. Das können wir rausfinden, indem wir hier einfach mal eine Runde buddeln. Ja, komm schon. Zack. Tatsache. Guck mal hier, bemooster Cobblestone. Damit haben wir einen Spawner gefunden. Sag ich's doch, hier ist was. Okay. Heißt also für uns zwei Öfen basteln. Hopp, hopp. Und dann legen wir hier mal Holz rein. Machen uns erstmal ein paar kleine Holzkohlestücke. Dann kann man daraus nämlich schon mal Fackeln bauen. Zum Ausleuchten des Ganzen. Zack. Ach, ist das herrlich. So, lassen wir den mal ein bisschen brennen.
Ich glaube, hier gehen wir rein. So. Ein Skorpion. Als hätte ich es geahnt. Guten Tag. Hier ist noch relativ dunkel drin, also wir werden in jedem Fall noch Fackeln brauchen, ohne Ende. Wieso habe ich denn die Werkbank abgebaut? Kann man mir das mal kurz verraten? Ich glaube, hier werden wir auch erstmal unsere erste Basis einrichten in dem ganzen Ding. Nachdem wir es vernünftig ausgeleuchtet haben, sollte uns da ja nichts passieren. So. Oder es sollte nicht so viel passieren, denke ich. So, dann machen wir uns hier überall mal Licht hin. Dass hier nicht so viel passiert. So. Pop. Pop. Na, perfekt. Okay, damit haben wir schon mal so die erste Grundlage aufgestellt. Holz müssen wir auf jeden Fall noch ordentlich besorgen. Wir sind jetzt erstmal schön langsam und sachte unterwegs. Da ist eine Kiste. Kiste! Hey, du machst voll Gronk nach. Das ist mir scheißegal. Wir haben 500 Folgen erreicht. Na, darf ich auch mal Gronk nachmachen? Ja, das sieht doch gut aus. Da ist sogar Eisen drin. Geilomat. Und eine Portal Gun. Geilomat. Die Kiste lassen wir hier mal so stehen, wie sie ist. Ja, da freue ich mir doch ein Loch im Bauch. Cool. So, hier können wir rauf und runter. Tolle Sache. Na, das ist doch herzallerliebst. Da geht einem ja das Herz auf. Cool. Ein Tempel, den werden wir natürlich noch erkunden, ist ja klar. So, hier machen wir auch nochmal zu, damit uns hier kein Viech reinläuft. Dann sehen wir zu, dass wir das hier alles noch schön beleuchten. So, die Öfen. Er ist fast fertig. Das Holz nehmen wir schon mal weg. Und dann bauen wir uns doch schon mal die ersten Fackeln zusammen. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal mehr als genügend für den Anfang. Zack, zack. Und auf geht's. Jetzt mal schnell noch die letzten zwei Brote vertilgen. Dann müssen wir uns ein bisschen Holz besorgen, beziehungsweise Kohle. Damit wir den Ofen anschmeißen können. Erstmal ein bisschen Fleisch machen, ein paar Felder anlegen und. Also wir sind jetzt quasi mit nichts unterwegs, fangen ganz von vorne an mit null, spawnen aber direkt in der Nähe von so einer hübschen Pyramide und einem NPC-Dorf. Das kann unser Schaden ja gar nicht sein. Denn eigentlich können wir es gar nicht besser treffen. Da freue ich mich ja so richtig. Haha, yippie, ich freue mich. So, Licht haben wir jetzt erstmal mehr als genug. Ich weiß, Design ist nicht so toll, aber komm, hey. Für den Anfang reicht das erstmal. Hier stellen wir vielleicht sicherheitshalber auch nochmal die ein oder andere Lampe auf. So. So, und jetzt grabbeln wir uns erstmal hier runter. Hier sollten wir tunlichst nicht in die Mitte gehen, weil das nicht so gut ist. Habe ich mir mal sagen lassen. So.
Hier doktern wir uns jetzt direkt an der Säule runter. Fupp. Licht. Ja, das bisschen Schwarze hier im Shader, das musst du jetzt leider erstmal hinnehmen. Ich gucke mal, ob das vielleicht eine Einstellungssache ist. Da ist Eisen, das ist schon mal sehr schön. Und ich höre Spinnen. Also ist hier eine Höhle in der Nähe. Obwohl, ich höre viele Spinnen. Oh! Na, da wollen wir ja nicht hin, wa? Ist hier was explodiert? Kann das sein, dass es hier gar nichts zu holen gibt? Das wäre natürlich uncool. Auf jeden Fall gibt es erstmal Eisen zu holen. Ach, das können wir ja gar nicht mitnehmen. Hahaha. Ha, ha. Okay, es ist sehr dunkel da. Und ich fürchte, wir kriegen auf die Ohren. Wir haben jetzt auch keine Spitzhacke mehr dabei. Müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie runterkommen. Na, da komme ich ja runter. Hier ist tatsächlich was in die Luft gesprengt. Da unten ist also eine explodierte Höhle. Okay. Gut, wir waren hier noch nicht. Von daher kann ich das nicht so mit Bestimmtheit sagen. Ich brauche eine Spitzhacke. Dann nehmen wir doch am besten gleich hier sowas. Hier geht's runter. Sind die Spinnen vielleicht über die Druckplatte gelaufen? Weil normalerweise ist es ja so, dass du in Pyramiden Kisten findest mit Items drin. Aber wenn da so eine Spinne natürlich drüber gelatscht ist, dann hat sich da quasi so eine Spinne als kleiner Sprengmeister entpuppt. Und dann ist das natürlich nicht ganz so optimal gelaufen. Aber komm, damit kann ich jetzt wohl erstmal wunderbar leben. Pöp, 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 pöp. Die Frage ist, ob die Spinnen mit mir leben können. Das klingt nämlich nicht so. Tatsache, die haben sich hier... Hier ist eine Sprengung gewesen, definitiv. Ja, das habe ich mir gedacht, dass du Penner natürlich gleich da unten mit rumhängst. Wie kommen wir denn da jetzt am besten und am dümmsten hin, ohne dass uns das Skelett hier gleich von der Brüstung ballert? Das ist jetzt eine Probiersache. Lohnt sich das überhaupt noch, da unten hinzugehen? Fragen über Fragen und die Antwort kennt nur der Wind oder das blöde Skelett, was uns da jederzeit den Gar ausmachen kann. Wie machen wir das? Wie machen wir das? Können wir hier runter? Nee, ne? Sieht nicht so gut aus, glaube ich. Na, ist ja egal. Wir wollen jetzt erstmal nur hier runter. Wir wollen ja nicht wirklich hergehen und uns hier festsetzen. Wir wollen ja eigentlich nur mal einen Blick nach unten werfen und gucken, ob da noch irgendwas ist. Ich meine, wenn da so viele Spinnen sind, muss da ja irgendwas sein. Das ist ja... Das sind ja zig rote Augen, die mir da entgegengucken. Das sieht schon wieder schwer nach einem Spawner aus hier.